caught up in the moment, so impressed with what they'd accomplished. And then, chaos. A few years later, the dinosaurs made their presence known again at an island called Site B. Here was where InGen had cloned most of the dinosaurs that would eventually be transported to Jurassic Park. It was supposed to be secret. If not for human curiosity, it might have remained one. Peter Ludlow was now in charge of InGen, tasked with bringing his uncle's vision to life. John Hammond had wanted his precious animals to belong to the world. John sent a team to document the dinosaurs. What we found, to our amazement, was how quickly the dinosaurs had adapted. They had made the island their own. Ludlow had the investors. He had secured a location, but he still needed dinosaurs, and now he knew where to get them. What if chaos yielded a different outcome? What if Ludlow's mission was successful and Jurassic Park San Diego had become... That is quite unimpressive. Say, how long ago was this place abandoned by InGen? Oh, years. After the incident at our first site. We listened to the concerns, Doctor. That's why Jurassic Park San Diego was put on hold. Hold? Right. But not canceled, Mr. Thompson. I believe in the work, you know? That's why I'm here. Yeah, and I'm here because I believe that I can advise you on how to avoid mistakes made previously. Understood. I know I can realize the original vision for this park. I admire your confidence. I've seen it before. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Jurassic World Evolution 2. Ich wurde von Frontier eingeladen zu einem Event, bei dem ich 1,5 Stunden den Chaos Theory Modus anspielen durfte. Und wir befinden uns jetzt hier gerade direkt in San Diego, in dem geplanten Jurassic Park. Und diesen werden wir heute gemeinsam ein wenig zum Leben erwecken. Für alle, die vielleicht nicht wissen, was genau der Chaos Theory Modus ist, nochmal kurz zusammengefasst. Das ist ein Modus, in dem kann man Filmszenen nachspielen und den Lauf der Dinge ein wenig verändern. Und genau das tun wir hier quasi auch schon. Wir sind nämlich in San Diego. Das war ein geplanter Jurassic Park. Der sollte, glaube ich, im zweiten Teil stattfinden oder nach dem zweiten Teil oder am Ende. Denn es wurden ja die Dinosaurier ans Festland gebracht und das Ziel von den Dinosauriern war genau dieser Park. Aber das ist nie zustande gekommen, weil ja der T-Rex dann auf dem Boot ausgebüxt ist und dann frei in der Stadt rumgelaufen ist. Ich denke mal, ihr habt die Filme alle gesehen. Aber wir spielen halt jetzt das Szenario, dass dieser Park zustande kommt und deshalb werden wir diesen Park jetzt ein wenig aufbauen. Ich habe das Ganze natürlich für euch ein wenig kürzer und knackiger zusammengeschnitten, als jetzt 1,5 Stunden am Stück zu zeigen, denn ich war an der einen oder anderen Stelle schon ein wenig überfordert mit den ganzen neuen Management-Aspekten, muss ich sagen, weil das ist mir wirklich sehr positiv aufgefallen. Das Spiel ist viel, viel komplexer geworden, was die Gästezufriedenheit angeht, was die Dinosaurierzufriedenheit angeht. Man hat jetzt Mitarbeiter, um die man sich kümmern muss, also man muss die halt einstellen. Man muss die den bestimmten Aufgaben zuweisen. Dann muss man seine Ranger-Fahrzeuge neu betanken. Man muss diese Stromgeneratoren wieder auffüllen. Und da kommen noch viele kleine andere Dinge hinzu, welche das Spiel einfach viel, viel interessanter machen. Das hat ja im ersten Teil wirklich gefehlt. Und man hat wirklich gemerkt, wie viel durchdachter und komplexer das im zweiten Teil umgesetzt wurde. Aber genau diese Sachen werde ich in diesem Video jetzt nicht so fokussieren. Wir fokussieren uns stattdessen lieber auf die Dinosaurier und diese Missionen. Und ihr könnt schon unten rechts sehen, was ich hier machen musste. Ich musste erstmal alles, was so zerstört war und kaputt war, reparieren und in Ordnung bringen. Und deshalb habe ich hier erstmal mein Ranger-Team losgeschickt, alle defekten Gebäude zu reparieren und die Zäune wieder instand zu setzen. Sehr, sehr praktisch dafür ist natürlich diese neue Zeitkontrolle und die habe ich auch im Laufe des Spiels
immer und immer mehr eingesetzt, weil die richtig, richtig gut ist. Wenn man mal eine Notsituation hat, kann man auf Pause stellen. Wenn man etwas schneller gehen muss, wenn man gerade was erforscht oder so, kann man das Ganze einfach vorspulen. Das ist wirklich Gold wert, dass man jetzt diese Zeitkontrolle im Spiel hat. Und die nächste Mission war es dann, die reparierten Gebäude mit Strom zu versorgen. Dabei ist dieser kleine Generator, der auch neu im Spiel ist, super praktisch. Da muss man nicht immer direkt ein riesen Kraftwerk bauen, sondern kann einfach einen kleinen Generator, der quasi wie ein Umspannwerk von der Größe ist, hinplatzieren. Und dann sind die Gebäude soweit erstmal versorgt. Und dann ging es auch schon direkt an die ersten Dinosaurier. Nämlich sollten mir Pachycephalosaurus geliefert werden. Und dafür musste ich eben schnell das erste Gehege so weit instand setzen, dass dieses dann auch bereit ist für die Pachys. Und dann war es auch schon soweit. Unsere ersten kleinen Pflanzenfresser wurden geliefert. 5 Stück waren es, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Ja, 5 Stück habe ich jetzt hier in dem Gehege platziert. Noch schnell die letzten Zäune fertigstellen, bevor es da gleich Probleme gibt. Jetzt hätte ich zum Beispiel auch nochmal pausieren können und in Ruhe alles aufbauen können, aber ich dachte mir so, ja, von der Zeit kommt das schon hin. Und ich hatte ja immer so ein bisschen Zeitdruck im Nacken, muss man sagen, ne? Ich meine, die Spielzeit zum Anspielen war halt begrenzt und deshalb war immer ein bisschen Stress im Hinterkopf. Und da sind sie, die ersten Pachys. Wunderschön. Sehen echt toll aus in dieser Wüstengegend und dann mit diesem Amphitheater im Hintergrund. Oh, und hier schon die erste Animation, die erste Interaktion untereinander. Einmal kurz mit dem Kopf anditschen. Und auch sehr süß, wie er sich hier hinsetzt. Die nächste Mission war es dann, das Wohlbefinden unserer ersten Pflanzenfresser auf 80% zu steigern. Dafür mussten wir erstmal ein Ranger-Team ins Gehege schicken, welches dann erstmal einmal die Dinosaurier nach dem Wohlbefinden scannen muss. Und dann konnten wir herausfinden, was den Pachys fehlt. Und dann habe ich erstmal versucht, mit meinem Laienwissen die richtigen Pflanzen zu finden und natürlich Wasser in das Gehege zu platzieren, damit es erstmal Futter und Trinken gibt. Das Trinken hat soweit dann auch funktioniert, aber beim Wasser kann man ja auch eigentlich nicht viel falsch machen. Und auch die Pflanzen schienen richtig zu sein. Finde ich übrigens richtig cool, dass die Dinosaurier mittlerweile keine Pflanzenfutterspender mehr brauchen, sondern einfach die Pflanzen im Gehege snacken. Und damit war auch diese Mission geschafft. Und es kamen direkt die nächsten Dinosaurier. Es ging hier Schlag auf Schlag. Nämlich waren das kleine, süße Kompis. Und ihr seht schon unten rechts, als nächstes kommt was ganz, ganz Großes und Gefährliches. Nämlich Rexies. Aber erstmal schauen wir uns jetzt die Kompis an. Sehen wirklich putzig aus. Wie sie hier rumhopsen. Sehr, sehr niedlich. Sind natürlich wieder winzig, die kleinen. Und dann ging es schon an den Tyrannosaurus Rex. Ich hatte kurz überlegt, ob ich jetzt noch ein weiteres Gehege baue in dem Amphitheater. Und dann dachte ich mir so, ich könnte die eigentlich auch zu den Kompis ins Gehege packen. Das hat ja im ersten Teil eigentlich auch mal gut funktioniert. Aber das wird sich nachher noch rausstellen, dass das ein Fehler war. Aber macht nichts. Man muss halt auch dazu lernen. Also die fanden das nicht so toll, gemeinsam im Gehege zu sein. Das kann ich schon mal verraten. Und wenn man das mit der Dinosaurierüberwachung etwas leichter haben will, kann man auch diese Ranger-Posten platzieren, welche dann die Ranger-Teams regelmäßig anfahren.
und dann das Wohlbefinden der Dinosaurier im Umkreis automatisch checken. Und hier haben wir zum allerersten Mal unseren Tyrannosaurus Rex. Und wir bekommen direkt eine wunderschöne Animation, die wir auch schon aus dem Species Profile kennen. Sieht echt toll aus. Voll süß, wie die beiden sich so aneinander reiben. Ich liebe diese neuen Animationen von den Dinos untereinander. Das ist echt toll. Es ist natürlich immer super gefährlich für so Ranger-Teams, im Gehegen von großen Fleischfressern zu sein. Da wird man dann ganz gerne auch mal angegriffen. Und die Autos verlieren mittlerweile sogar Teile. Zum Beispiel ist jetzt hier die Motorhaube abgeflogen. Die liegt da unter den Füßen von Rexy. Das heißt, das Schadensmodell hat sich auch verändert. Hier habe ich dann ein bisschen mit den Rexys gespielt und mal ein bisschen Limit-Testing gemacht. Aber ich habe schnell gemerkt, man sollte nicht mit so gefährlichen Kreaturen spielen. Er hat mich direkt erwischt und umgerammt. Auch süß, wie er hier auf dem Boden sitzt. Und ab und an reiben die sich dann auch so im Sand ein wenig. Die Dinosaurier wirken viel, viel lebendiger als im ersten Teil durch diese ganzen kleinen Animationen. Das macht echt viel aus. Und dann können wir hier einmal die kleinen Compsognathus beim Futtern sehen. Ich hatte erstmal Schwierigkeiten, die anzuklicken, weil die so klein sind. Aber das ist auch wieder super süß. Die springen da drauf, snacken sich ein Stück Fleisch, was schon fast viel zu groß für sie ist, und nehmen sich das runter und fressen es dann im sandigen Boden. Aber die wirken auch sehr verspielt und lebhaft, die Kompis, das gefällt mir. Die Rexys greifen die auch nicht an, das ist wenigstens das Gute. Aber die mögen halt nicht so gerne, dass dort andere Dinosaurier noch in deren Territorium sind. Außerdem war denen das Gehege auch viel zu klein. Also ich habe wirklich viele, viele Fehler gemacht. Ich hätte das einfach ganz anders angehen sollen. Ich habe dadurch auch viel Zeit verloren. Aber ist ja auch egal, ne? Passiert halt. Ich habe jetzt hier das Gehege schnell versucht zu erweitern. Dabei habe ich auch direkt einen Fehler gemacht. Nämlich habe ich nicht bedacht, dass im zweiten Teil die Zäune nicht direkt errichtet sind, sondern einen Moment brauchen, um aufgebaut zu werden. Und diese Chance hat der Rex direkt genutzt und ist hier ausgebüxt. Hab sie aber dann wieder eingefangen und dann hatten wir das Ganze unter Kontrolle. Hier sehen wir jetzt die beiden Rexys auch beim Essen. Und auch hier gibt es wieder eine Animation. Guckt euch das an. Es ist unfassbar cool, wie viele kleine Animationen und Interaktionen die Dinosaurier mittlerweile untereinander haben. Das ist echt toll. Und um euren Blutdurst zu stillen, habe ich einfach mir mal gedacht, ich bringe mal ein Pachy von dem anderen Gehege in das T-Rex-Gehege und dann schauen wir mal, was passiert. Ihr könnt euch ja sicherlich denken, was passiert, nämlich genau das hier. Rexy gönnt sich einen schönen Snack. Ging auch wieder richtig gut mit der Kill-Animation. Also dieser Übergang, der funktioniert schon sehr, sehr gut. Da ist nicht mehr dieses, der Pachy stellt sich auf und wartet darauf, dass der Rexy in den richtigen Einrastpunkt geht, sondern das geht alles sehr, sehr flüssig ineinander über. So, und jetzt hatte ich nämlich das Problem, für meine Mission, um die erfolgreich abzuschließen, musste ich die Kompis in ein anderes Gehege bringen. Das habe ich dann versucht. Die Ranger-Teams haben leider nur nicht getroffen mit dem Helikopter. Das war ein bisschen belastend. Und ja, dann habe ich versucht, das auch nochmal selber hinzubekommen. Hat natürlich auch nicht geklappt, weil die super klein sind.
Und dann habe ich nach einiger Zeit einfach die Rexys in ein anderes Gehege verfrachtet. Das war dann der einfachere Weg. Hab dabei natürlich leider sehr viel Zeit verloren. Das war ein bisschen ärgerlich. Es ist übrigens auch neu, dass die Dinosaurier jetzt die Tore direkt angreifen können und dann diese auch zerstören können und dort ausbüchsen. Das gab es vorher so auch noch nicht. Ich hatte allgemein sehr, sehr viele Probleme mit den Rexys, muss ich sagen. Also ich musste die wirklich oft wieder einfangen, wieder ins Gehege bringen. Aber so soll es ja auch sein. Jurassic Park, San Diego. Irgendwann habe ich dann aber zum Glück diese Mission geschafft. Und dann ging es weiter. Dann kam eine tolle Zwischenfrequenz und die ersten Besucher wurden in den Park gelassen. Auch der kleine Pachi hat sich nicht so wohl gefühlt im Tyrannosaurus Rex Gehege und ist dann ausgebüxt. Also auch diese können mit ihrem Kopf die Zäune zerstören. Und jetzt, wo die ersten Gäste im Park waren, ging es los, diese zufriedenzustellen. Ihr seht unten rechts, wir mussten einmal den Gästekomfort auf 50% bringen, die Dinosaurier-Sichtbarkeit auf 75% und auch den Profit durch diese Gästeanlagen auf 50.000 pro Minute steigern. Also es gab da wirklich einiges zu tun und ich habe da, glaube ich, sehr viel falsch gemacht. Ich habe das erst relativ spät gecheckt mit den Gebäuden, weil man kann da mittlerweile so viel anpassen. Man muss gucken, was für Besucher man am meisten im Park hat und sowas. Uiuiui, also ich hab wirklich lange gebraucht, um diese Mission abzuschließen. Aber ich habe den größten Teil davon für euch auch rausgeschnitten, weil ich mich halt ein bisschen doof dabei angestellt habe. Hätte ich das jetzt cool gelöst, hätte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr davon drin gelassen. Aber ich denke mal, viel interessanter sind die Dinosaurier und die neuen Animationen. Deshalb werde ich meinen Fokus mehr auf diese richten. Und irgendwann habe ich es dann endlich geschafft. Puh, das war wirklich ein Akt für mich, aber ich war sehr glücklich und wir hatten dann unten rechts auch die nächste Mission mit weiteren Dinosauriern, nämlich unter anderem der Parasaurolophus. Und meine Zeit vom Anspielen hat sich jetzt auch schon dem Ende geneigt, deswegen habe ich mir gedacht, zack, alles ins T-Rex-Gehege, gucken, was passiert, hoffentlich nochmal ein paar coole Kill-Animationen wir bekommen und ja, deswegen beginnt jetzt nochmal so ein bisschen der Chaos-Part und Chaos-Teil, also das wird jetzt alles chaotisch. Ich habe halt jetzt versucht, so viel Unheil wie möglich noch anzurichten in meiner verbleibenden Zeit. Und ja, das Endergebnis werdet ihr gleich sehen. Dazu kommen jetzt auch nochmal Mamenchis. Und die beiden Rexys, die ruhen sich hier gerade nochmal aus. Und gleich beginnt die große Jagd. Things are going as planned. Or so it appears. But InGen needs more samples, so we're returning to traditional paleontology. Das erste Mal JW2 spielen und das Chaos beginnt. So soll es sein. Und jetzt sehen wir auch eine neue Animation. Nämlich, kann der Tyrannosaurus Rex jetzt Sauropoden angreifen? Das ist ziemlich cool. Der knabbert die halt so ein bisschen hinten am Schweif an und am Bein und richtet Schaden an. Ich weiß gar nicht, ob sich die Sauropoden wehren können. Ich habe es jetzt so nicht zu Gesicht bekommen, aber kann natürlich trotzdem sein. Die Paras hier wollte er leider nicht angreifen, er geht jetzt hier nur trinken. Und der andere Rexy dreht leider auch kurz vorher ab. Geht dann lieber auf größere Beute los. Und der Jeep scheint auch interessanter zu sein als die Paras. Also sie sind wirklich außer Rand und Band gerade, die Rexys. Die greifen alles an, was sich hier bewegt. Noch schnell eine Ziegel mit snacken. Also das ist hier jetzt wirklich Chaos-Theorie pur, so soll es sein. Und im Hintergrund seht ihr jetzt nochmal einen Angriff auf einen der Mamenchis. Und wenn das Leben dann gering genug ist, gehen sie irgendwann zu Boden. Ihr seht ihn jetzt gleich umfallen, da kippt er um.
Und das war's mit ihm. Der Rexy frisst jetzt hier ein bisschen die Erde. Aber Leute, ihr müsst immer noch bedenken, ne? Das ist immer noch eine Vorabversion, die ich spielen durfte. Deswegen sind Fehler auf jeden Fall noch erlaubt. Das kann dann auch mal vorkommen. Aber jetzt habt ihr es gesehen. T-Rexis können große Sauropoden zu Fall bringen. Das ist wirklich krass. Hier sehen wir jetzt noch einmal zum Abschluss diese tolle Animation. Und ja, Leute, dann war meine Zeit leider vorbei. Das war 1,5 Stunden Chaos-Theorie-Modus. Nochmal vielen, vielen Dank an Frontier, dass sie es mir ermöglicht haben. Es hat richtig Spaß gemacht und das Spiel hat für mich einen richtig guten Eindruck gemacht. Hat sich echt toll angefühlt. Und ich hoffe, ihr habt auch einen ersten guten Eindruck vom Chaos-Theorie-Modus bekommen. Falls ja, lasst ein Däumchen da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.